Eishockey, ein Sport für echte Männer. Während beim Fußball bei der leichtesten Berührung gleich der sterbende Schwan markiert wird, ist Eishockey eher ein Vollkontaktsport. Und wer seinerzeit mit Hockey oder Blades of Steel auf dem NES aufgewachsen ist, wird sich im folgenden Game ganz zu Hause fühlen. Denn Super Blood Hockey führt die glorreichen 8-Bit-Hockey-Zeiten auf der Switch in schonungsloser Härte fort. Von einer Simulation kann hier allerdings wahrlich nicht gesprochen werden, denn Super Blood Hockey ist pure Arcade-Action. Und für diejenigen von euch, die bis hierher nur zugehört und nicht hingeschaut haben, die vielen roten Pixel stellen literweise Blut dar. Dieses Spiel wurde mir übrigens als Testversion vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Das folgende ist natürlich trotzdem meine eigene Meinung. Mortal Kombat lässt grüßen, denn der Name von Super Blood Hockey ist Programm. Bei jedem Tackling spritzt der Lebenssaft nur so aus den Spielern und tackelt man einen Spieler oft genug, findet eine für Hockey allgemein nicht unübliche, zünftige Keilerei statt, in der so lange aufeinander eingedroschen wird, bis nur noch einer steht. Quasi wie in der Donnerkuppel, nur heißt es hier, 8 gehen rein, einer kommt raus. Das Team, das diese Schlägerei siegreich beendet, erhält daraufhin ein Powerplay. Das reine Gameplay funktioniert hierbei wirklich gut und geht flüssig von der Hand, wenn man sich an die anfangs etwas ungewöhnliche Buttonverteilung gewöhnt hat. Im Singleplayer ist der Franchise-Mode das Herzstück des Spiels. Mit viel Humor werdet ihr an eurer Aufgabe als Coach in der Knast-Hockey-Liga auf eure Aufgaben vorbereitet. Zum Beispiel bezahlen wir unsere Trainerlizenz anfangs ungefragt mit einer Niere. Überhaupt gibt es immer wieder etwas zum Schmunzeln und wenn es nur die Spielernamen sind, die im Franchise-Mode genutzt werden. Das wirkliche Highlight ist meiner Meinung nach aber der Multiplayer. Hier kann Super Blood Hockey für grandiose Sessions voller Gefluche, Torjubel und nicht ernst gemeinte Androhungen von körperlicher Gewalt sorgen. Ein für mich immer wichtiger werdender Punkt ist, wie gut lässt sich das Game im Handheld-Mode mit der Switch spielen, denn für Menschen wie mich mit großen Händen sind die Joy-Cons nicht unbedingt die präferierte Art zu spielen. Dank dem eher gemächlichen Spieltempo funktioniert das Spiel für mich im Handheld-Mode tatsächlich sehr gut. Die Präsentation ist zweckmäßig und fängt den angepeilten 8-Bit-Charme sehr gut ein. Die Musik und die Soundeffekte untermalen das Geschehen auf dem Eis ziemlich gut. Aber an wen richtet sich Super Blood Hockey denn überhaupt? Wer auf kurzweilige Multiplayer-Schlachten mit ordentlich Pixelblut steht und nicht zwingender Mortal Kombat-Fan ist, kann hier bedenkenlos zugreifen. Im Singleplayer bietet das Spiel für mich persönlich keinen besonderen Reiz für längere Spielsessions. Wenn ich aber mal 10 Minuten zwischendurch Zeit verbrennen muss, ist Super Blood Hockey wirklich gerne gesehen. Unterm Strich ist dieser spaßige Indie-Titel in der Tat ganz ordentlich. Fans von echtem Männersport werden hier nicht enttäuscht. Das war's von mir, Retro Joe out.